Wir reden vom Kohleausstieg, aber das Tempo überrascht jetzt doch. Das RWE-Steinkohlekraftwerk in Hann-Üntrop, das wird stillgelegt und zwar schon zum Jahreswechsel. Vor gut einer Woche haben Stadt und Mitarbeiter davon erfahren. Dass die Tage des Kraftwerks gezählt sind, war klar. Aber dass das Aus jetzt so plötzlich kommt, das hat doch alle überrascht. RWE legt das Kraftwerk freiwillig still, kann dadurch viele Millionen Euro Prämie kassieren. Für ein Kraftwerk, das wohl 2,5 Milliarden Euro gekostet hat und seitdem fast nur Probleme bereitet. Es sollte der ganz große Coup der Energiepolitik werden, trotz warnender Stimmen. Strom aus Kohle, sicher, günstig und klimaschonend für Jahrzehnte. Es wurde ein Milliardendesaster für RWE und die Allgemeinheit. Das Ende kam völlig überraschend und macht sprachlos. Trotz wiederholter Anfrage lehnt RWE Dreharbeiten im Kraftwerk und Interviews mit Betroffenen ab. Der Schock sitzt offenbar tief. Die 166 Beschäftigten erfuhren von der Stilllegung zuerst aus den Medien. Dabei fing alles so hoffnungsvoll an. Die Kanzlerin kam höchstpersönlich, um den Grundstein zu legen und war geradezu entzückt vom Hammer-Elefanten. Dass sie ihr Wappen oder ihr Stadtzeichen, den Elefanten, auch der Energieerzeugung zur Verfügung gestellt haben. Das finde ich ganz toll. Diese wunderbaren Energieelefanten stehen dafür. Kaum war die Kanzlerin weg, gingen die Pannen los. Es gab wiederholt Baumängel. Die Inbetriebnahme verzögerte sich ein ums andere Jahr. Besonders bitter war das für viele Stadtwerke in der Region. Die waren nämlich anfangs mit 25% an dem Großkraftwerk beteiligt. 2015 stiegen sie aus, die Zeche war hoch. 100 Millionen allein für Dortmund. Kritiker fühlten sich bestätigt. Das sind die Verbraucher, Verbraucherinnen vor Ort, die diese Millionenverluste, die jetzt bei den kommunalen Stadtwerken anlaufen, letztendlich abdecken müssen. Seit 6 Jahren läuft zumindest einer der beiden Kohlemeiler störungsfrei. Der andere ist eine moderne Industrieruine. Wie teuer das Projekt unter dem Strich für RWE ist, war heute nicht zu erfahren. Die rund 100 Millionen Euro Stilllegungsprämie sind jedenfalls nur der berühmte Tropfen auf den heißen Stein. Hams Energie Zukunft steht hier. In der Nordsee, vor Borkum. Der Plan? Der Strom aus diesen Windrädern soll über lange Leitungen nach Hamm transportiert und hier in sogenannten grünen Wasserstoff umgewandelt werden. Eine entsprechende Anlage könnte neben dem Trianel-Kraftwerk gebaut werden. Oder vielleicht doch auf der anderen Seite der A2, auf dem RWE-Gelände? Vielleicht ein Hoffnungszeichen für die RWE-Kraftwerke. Es gibt zwar einen Sozialplan für sie, trotzdem brauchen viele von ihnen bald einen neuen Job. Tja, so sieht's wohl aus. Marc Hertha, der neue Oberbürgermeister von Hamm, ist jetzt da. Wir haben es gerade schon gehört, wir konnten mit niemandem sprechen dort beim Kraftwerk. Sie hatten aber mit dem Betriebsrat und auch der Werksleitung Kontakt. Was sagen die? In der Tat, ich hatte Kontakt. Es war mir wichtig, mir aus erster Hand Informationen geben zu lassen, auch mit den Vertretern der Belegschaft zu sprechen. Und wie das dann bei solchen Kontakten und solchen Gesprächen sind, sie sind vertraulich. Und ich bin nicht der Pressesprecher der RWE an dieser Stelle. Aber wie ist die Stimmung? Können Sie das sagen? Niedergeschlagen. Also das war schon ein Schlag in den Kontor, natürlich bei der Stadt. Aber vielmehr natürlich bei den Beschäftigten im Werk. Sie haben es auch dann an diesem Morgen erfahren. Das sind viele Familienväter aus der Region. Und da stellt sich natürlich schon die Frage, wie geht's weiter? Insbesondere aufgrund der sehr, sehr kurzen Frist, in der das Kraftwerk stillgelegt werden soll. Und das ist ja genau die Frage. Sind die zum Jahreswechsel dann arbeitslos oder wie geht's da weiter? Nein, also arbeitslos wird an dieser Stelle niemand werden. Es sind entsprechende Tarifverträge ausgearbeitet worden und das Kraftwerk selber, es wird ja nicht komplett stillgelegt werden sofort, sondern es darf nur keinen Strom mehr anbieten. Es muss ein halbes Jahr sich bereithalten für Anfragen. Wie das dann im Einzelnen aussehen soll, muss mit der Bundesnetzagentur abgeprüft werden. Und dann ist auch noch die Frage, wie es nach einem halben Jahr weitergeht, ob es vielleicht grundsätzlich nochmal bereitstehen muss. Also da gibt es noch einige Fragezeichen, aber damit natürlich auch Unsicherheiten. Wie groß ist dieser Verlust jetzt für die Stadt Hamm? Also Verlust macht sich jetzt nicht in Geld fest, also nicht in Steuereinnahmen und Ähnlichem. Da kann man lange nicht mehr auf RWE zählen, sondern es sind am Ende ist der Verlust an Wirtschaftskraft. Das ist insgesamt 1% der Wirtschaftskraft der Stadt Hamm, über die wir hier reden in diesem Kraftwerk und drumherum. Und das will natürlich in den nächsten Jahren kompensiert werden.
Jetzt haben Sie im Wahlkampf auch schon immer auf neue Energie gesetzt, auf die Energiewende und damit vor allem auf grünen Wasserstoff. Wir haben es gerade im Film schon ganz kurz angedeutet bekommen, also Strom von der Nordsee, der nach Hamm kommen soll und dann in Wasserstoff umgewandelt wird. Wie konkret sind die Pläne bis jetzt? Die Pläne sind sehr konkret. Wir haben gerade heute einen entsprechenden LOI, ein Letter of Intent, unterzeichnet zwischen der Stadt, den Stadtwerken und dem Dritten, der Trianel, die selber produzieren will. Es geht um 20 Megawatt Elektrolyseanlage, die an dieser Stelle gebaut werden soll. Und ich bin sehr froh, dass wir so eine Perspektive gemeinsam entwickeln können. Und das Ärgerliche ist, dass diese Perspektive überholt wird von der Kraftwerksschließung. Das war vom Bund und vom Land eigentlich genau andersrum gedacht. Die Regionen, sie sollten sich auf den Weg machen, sie sollten Perspektiven entwickeln. Wir machen uns auf den Weg und haben jetzt diese Situation, dass wir wieder der Entwicklung hinterherlaufen und dass wir ehrlich sagen müssen, vermutlich sind es nicht die Ersatzarbeitsplätze für die Menschen, die heute bei RWE arbeiten. Es sind die Ersatzarbeitsplätze für die Region, die so dringend notwendig sind. Wieso nicht für die Mitarbeiter von RWE, weil es noch zu lange dauern wird? Also ein Letter of Intent ist jetzt erstmal, die Bereitschaft ist da. Genau. Aber woran scheitert es denn noch? Na, wir reden über 2024 für so einen Elektrolyseur. Wenn man die schnellsten Genehmigungs- und die schnellsten Förderrichtlinien in Anspruch nehmen würde. Da denkt jetzt niemand in der Region daran, dass sich so lange die Situation bei RWE halten lassen wird. Sondern wir sind alle darauf gefasst, dass es der 1.7. des nächsten Jahres sein wird, wobei RWE sprichwörtlich die Lichter ausgehen. 170 Mitarbeiter sind so knapp bei RWE. Über wie viele Arbeitsplätze reden wir dann bei dem neuen Kraftwerk oder bei dieser Elektrolyseanlage? Das kann man so genau gar nicht sagen. Es ist eine Größenordnung, die zwischen 50 und 100 liegen wird. Aber die Fragestellung, die geht ja darüber hinaus. Wenn man diesen Treibstoff der Zukunft, den grünen Wasserstoff anbieten kann, dann geht es nicht vor allem nur um die Elektrolyseanlage, sondern die Mobilität, die man darüber organisieren kann. Die Stadtwerke Hamm haben sich bereit erklärt, 30 Busse, also die Hälfte der gesamten Busflotte, auf Wasserstoff umzustellen. Und all diese Effekte, die gehen ja hinterher weiter, sichern Beschäftigung, schaffen neue Beschäftigung. Wir haben einige Industriebetriebe, die sich dafür interessieren und wollen in der Tat Hamm zum Wasserstoffzentrum der Region ausbauen. Die Perspektive ist da. Marc Hertha, herzlichen Dank für den Besuch bei uns. Vielen Dank.